Glück. Unsere Crew ist heute etwas größer. Wir sind heute 10 Mann, glaube ich. Schlafplatz. Das ist Karos Schlafplatz hier. Segel voll drauf, vorne, Hauptsegel, Vorsegel. Draußen irgendwie 20 Knoten Wind, aber das passt irgendwie nicht. Wir haben Besuch bekommen und ich gehe jetzt mal auf den Stand-Up-Paddel. Voll angezogen, obwohl ich das noch nie gemacht habe. Es passiert einfach nichts auf dem Schiff. War geil zum Stand-Up-Paddeln üben, weil keine Welle, umso besser. Guck mal, da wird jetzt das Weiße, ist das alte Vorsegel, das ist kleiner, und das Graue ist jetzt das neue Vorsegel, das ist größer, aber es passiert trotzdem nichts. Jo. Ja. Die machen sich völlig kaputt da. Auf jeden Fall. Wir sind die Einzigen, die anständig vorwärts kommen. Ja, eben. Fast zurück. Das Segel ist fast reingeholt. Und jetzt klettern wir gleich da oben in den Mast. Klettergut ist an. Jetzt auch in den Hafen und dann da hoch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Schön angelegt. Oh, das ist so steil. Lass mich auch noch hier rein. Schlag das nicht rum. Mhm, gerne. Gesichert, kann losgehen. Es geht los. Es geht los. Ja, die hat. Bitte? Ja, die hat. Ne, das ist feste, das hat nicht so viel Kraft hier. Leute, macht mal hier keine Scherze mit Leinelose und so. Läuft das noch? Okay, ich klebe hier oben auf Dingensbummensmetern an diesem Mast. Und hier. Geht's runter und irgendwas klemmt an dem zweiten Sicherungsseil, deswegen kann man mich jetzt hier auch nicht weiter hochschieben. Runterfilmen und dann sieht man das Boot mal von oben. Leider kriege ich es ja nicht ganz drauf. So. Da, 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 da. Ist schon nicht schlecht hier oben. Warte, nicht so schnell, sonst stehe ich hier drauf. Wir haben keine Spannung mehr. Da ist irgendwas kaputt, deswegen ging es nicht höher, leider. Wo war ich? Am zweiten? Ja, am zweiten oben. Da ist noch Luft nach oben. Am zweiten, an dem war ich da. An dem. Ja, sehr gut. Was ist das da, was da schwimmt? Toter Fisch. Oder? Was ist los? Denk dran, du hast noch die Schlaufe am Bein. So, klar, Schiff machen und dann ab nach Hamburg. Und dann sind 2 Tage Segeln vorbei. Facebook, CJ Legend, verlinke ich unten im Video. Und dann könnt ihr hier Tagestrips, Wochentrips oder was auch immer, individuell, bis 12 Leute passen aufs Schiff. Macht mega Bock. Ich werde wiederkommen, weil ich muss noch den Mast ja ganz nach oben. Und ich war die Hälfte, 15 Meter.